Es wird gefragt, kannst du uns bitte über den Monat Rajab aufklären? Da soll es ein Bittgebet geben. Ist das authentisch? Nein. Der Bruder fragt, was ist im Monat Rajab? Da soll es Bittgebete geben und andere Vorzüge, die überliefert wurden. Schaut mal, liebe Geschwister. Das Problem ist, dass die Leute nicht zwischen einer Aussage eines Gelehrten und einem Beweis unterscheiden können. Zweifelsohne, alle Überlieferungen, die über die Vorzüglichkeit vom Monat Rajab berichtet wurden, sind nicht authentisch. Wer sagt das? Abu al-Bara? Nein, die großen Hadith-Gelehrten. Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, hat das gesagt. Das hat Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, gesagt. Und viele andere Hadith-Gelehrte. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Diese Vorzüglichkeiten, die in Überlieferung erwähnt sind, sind schön. Wir wünschten uns, sie wären authentisch, aber sie sind nicht authentisch. Dann gibt es Leute, die können nicht unterscheiden, und das meine ich jetzt nicht als Kritik, sondern als Basira, als Einsicht zwischen einer Aussage einem Gelehrten und einem Beweis. Er sagt zum Beispiel, der Gelehrte so und so sagt, es gibt Vorzüglichkeiten. Ja, stimmt. Aber wo ist der Beweis? Reicht es, dass ein Gelehrter eine Aussage trifft? Mal angenommen. Ein Gelehrter sagt, es ist für dich verboten, Milch zu trinken. Okay? Ich weiß, Sheikh Walid mag Milch. Ja? Kann er das einfach so sagen? Ja oder nein? Nein. Kann er nicht. Sondern er braucht was? Ein Beweis. Aber er ist ein großer Gelehrter. Auch wenn er ein großer Gelehrter ist, er ist nicht der Prophet. Wer war der Einzige, der fehlerfrei war? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Jetzt kann einer sagen, ja, aber vielleicht haben sich diese Hadith-Gelehrten auch geirrt, dass die Hadithen doch authentisch sind. Dann sagen wir ihnen, schau mal, barakallahu fiik, wenn wir reden, reden wir über Qawaid, das heißt über Regeln in der Religion. Aber warum nimmst du dann von den anderen Hadith-Gelehrten andere Sachen? Da sagst du, ja, der Hadith-Gelehrte hat das. Ja, dann vertrau ihn auch in den anderen Sachen. Und es sind nicht nur einer oder zwei oder drei, die das gesagt haben. Es sind so viele Hadith-Gelehrte, die gesagt haben, alle diese Sachen sind nicht authentisch überliefert worden. Wallahi, nochmal, wir wünschten uns, dass diese Vorzüglichkeiten stimmen würden, dann würden wir uns richtig ins Zeug legen. Aber dass man einfach das nur sagt jetzt, ja, schaut mal, in diesem Monat, wir sind nicht die Leute. Wir sind nicht Leute, die den Menschen sagen, kümmert euch um eure Religion nur an einem Tag oder in einer Woche oder an einem Monat. Unsere Dawah ist was? Dient jeden Tag Allah. Das ist unsere Dawah. Und wenn ihr Allah jeden Tag dient, es gibt besondere Momente, wo ihr ihm noch mehr dient. Noch mehr dient, als wie ihr es tut. Aber nicht, dass ihr gar nichts tut und nur in diesen Momenten Allah Azza wa Jalla dient. Das ist nicht gerecht. Verdient Allah das nicht, dass du ihn dienst und er hat dich erschaffen? Wie viel hast du für deine Körperglieder bezahlt? Wie viel hast du für deine Gesundheit bezahlt? Wie viel hast du dafür bezahlt, dass Allah dich zum Islam geleitet hat? Ja gut, was ja gut, subhanallah, dann verdient Allah nicht, dass du ihn anbetest? Das ist das Übelste, was du sagen kannst. Deswegen, liebe Geschwister, alle Vorzüglichkeiten über den Monat Rajab sind nicht authentisch. Aber Alhamdulillah, jetzt eine Frage, eine Gegenfrage an euch alle. Haben wir nicht genug Besonderheiten im gesamten Jahr, wo wir richtig uns ins Zeug legen können? Subhanallah. Wallahi, es mangelt uns doch nicht an guten Taten. Es mangelt uns überhaupt nicht. Und wir können tausende von Überlieferungen erzählen, wo ihr euch richtig ins Zeug legen könnt und sehr viel Lohn bekommen könnt. Alhamdulillah, aber viele kennen diese Überlieferung nicht. Möge Allah uns nur nach dem authentischen Handeln lassen.